dabei. Deine Verdienste als Pionierin im Kontext dieses Ortes kann ich eigentlich nur als gigantisch bezeichnen. Sie gelten weit über Bonn hinaus. Überhaupt. Was wäre Bonn ohne deine Erscheinung, deine berühmte Matronenfrisur, dein zeichnerisch, malerisch gestaltetes Gesicht, dein Anni-Bändchen, deine Kleidung à l'ancienne, selbstverständlich mit knöchellangem Rock? Was wäre Bonn ohne deine Gestalt auf dem Fahrrad? Nicht sitzt, sondern thronst. Also, was wäre Bonn ohne deine Persönlichkeit? Heute, an deinem 60. Geburtstag, möchte ich festhalten, dass Spuren fortschreitender Lebensweisheit sich allenfalls als marginale Erscheinung präsentieren. Sein mit großer Beharrlichkeit gestyltes Outfit ist die perfekte Form einer Corporate Identity am eigenen Leib. Gestaltung der Objekte deiner Kunst aufgreift oder auch umgekehrt. Zu dieser Kontinuität im äußeren Erscheinungsbild gesellt sich dein, nach meiner Wahrnehmung, unverändertes Verhalten. Du lachst gerne, du hast Humor und liebst Humor. Allerdings ist dein Lachen meist ein einmaliges Kichern und zu diesem Kichern würde ich auch als eins deiner Markenzeichen ansehen. Viele deiner Reden und Auftritte erlebte ich so, als hättest du sagen wollen, ach komm, lasst uns das doch alles nicht so tierisch ernst nehmen. Hauptsache, wir wissen, worum es geht. Aber hallo, ich warne davor, Marianne Pitzen nicht ernst zu nehmen oder gar zu unterschätzen. Sie kann von einer Sekunde auf die andere aus einem glucksenden Kichern in einen hochintellektuellen Diskurs umschwenken und im Zuge einer stringenten Argumentationsreihe klarstellen, welche Frauen- und gesellschaftspolitischen Perspektiven diese oder jene Veranstaltung bietet, wer auf diesem Gebiet Expertin ist und welche Konsequenzen die Nichtbeachtung dieser oder jener Tatsache nach sich ziehen wird. Ein weiteres MP-Markenzeichen ist dein Augenaufschlag. Aber was sage ich nicht? Dein Augenaufschlag sind vielmehr deine Augenaufschläge. Das sind Kaskaden von Lichtbewegungen, die aller Beobachtung nach sehr unterschiedliche Botschaften signalisieren. Zum Beispiel, ich bin doch sehr befremdet. Oder ich gebe dazu nur noch eine nonverbale Antwort. Oder, das hast du aber wunderbar gesagt. Oder, ich ziehe es vor, mit den Wimpern zu klippern, anstatt mit den Augen zu rollen. Aber halt, Augenrollen ist eigentlich auch eine Art, wie Marianne Pitzen multidimensional zu uns spricht. Also, das Gesamtkunstwerk MP verfügt über darstellerische Qualitäten und agiert entsprechend, wenn es darum geht, für Frauen, vor allem für die Künstlerin, aber auch für die Wissenschaftlerin und sogar für die Politikerin, bessere Möglichkeiten des Sich-Entfaltens zu schaffen. Für all das, was du geleistet hast und noch immer leistest, sprechen wir dir am heutigen Tag unsere Hochachtung und Wertschätzung aus. Aber das Wichtigste... ist noch nicht genannt von mir jetzt, das ist dein langer Atem, denn viele haben tolle Ideen und hervorragende Pläne, aber nur ganz wenige halten über eine so lange Zeit durch, unbeirrbar und mit großer Energie, schreiben den tausendsten Antrag, um Geld zu bekommen und profitieren mit Lust von ihrer eigenen Erfahrung, um zum Ziel zu gelangen. Dafür bewundern wir dich, das ist deine Lebensleistung, für die wir dir nicht genug danken können. Dieses Frauenmuseum mit seiner Katalogwand allein spricht Bände über die Arbeit, die hier seit Jahrzehnten von Marianne Pitzen und den vielen tollen Frauen ihres Teams geleistet wird. Allen sei an diesem Tag gedankt, aber eine Person möchte ich doch noch besonders erwähnen, das ist dein Mann. Ja. Der sich so viel gibt. Deine Taten fotografiert. Dass es mit deinem Sohn auch noch einen zweiten Mann in deinem Leben gibt, ist vielleicht vielen gar nicht bewusst geworden. Aber er ist auch heute hier. Lass mich an diese Tatsache zum Schluss meinen Wunsch knüpfen. Ich wünsche dir, dass in den nächsten Jahren deines Lebens nicht nur weiterhin viele Frauen, sondern noch mehr Männer den Weg in dieses Museum finden, weil hier eben sehr wichtige und hochinteressante Themen ihre künstlerische Umsetzung
oder in der Diskussion ihren wertvollen Gedankenaustausch finden. Das ist mein Wunsch für dich, liebe Marianne. Denn der Mammon ist immer noch nicht das, was nur so richtig zäh ist, beruhigt. Aber wenn man es nicht hat, ist gesund und munter und offen für vieles, wenn man nicht sagen kann, fast für alles, meine Damen und Herren, davon geht die Welt nicht. Und jetzt können Sie spielen, Frau Kapellmeisterin. Jetzt machen wir mal mit Mikrofon, so wie die das im Fernsehen alle machen. Obwohl, das ist alles aus, ne? Wenn mal mein Herz